kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Hallo Hansa-Fans. Mit dem Weggang von Uwe Fester gab es beim FC Hansa Rostock praktisch 2 Stellen neu zu besetzen. Zum einen die Stelle des Sportdirektors. Diese Lücke wurde geschlossen durch eine interne Bündelung von Kompetenzen im Verein, die sich zu einem Gremium gefunden haben. Und zum anderen hatten wir eine vakante Position im Vorstand. Neues Mitglied in der Führungsspitze des FC Hansa Rostock ist Konstanze Steinke. Und somit herzlich willkommen an Bord der Kogge, Frau Steinke. Dankeschön. Frau Steinke, ich denke, kaum ein Hansa-Fan hatte Ihren Namen auf den Zettel, als es um die Besetzung der freien Vorstandsposition ging in den Diskussionen. Daher wollen wir natürlich unseren Fans Sie so ein bisschen genauer vorstellen. Und gleich zu Anfang eine spannende erste Frage für die meisten. Wie kam denn die Verbindung zum FC Hansa Rostock zustande und dann die Berufung zum Vorstand? Ja, ich hatte mich auch nicht auf dem Zettel. Das ist, denke ich, auch eine lange Geschichte. Ich habe da schon eine lange Verbundenheit mit dem FC Hansa. Wir sind natürlich oft bei den Spielen, haben auch Jahreskarten gehabt. Und durch meine Tätigkeit, meine berufliche, hat man natürlich viel mit Hansa zu tun, weil viele Kunden haben Kooperationsbeziehungen mit dem FC Hansa. Da haben wir viel diskutiert. Ich kenne Herrn Dahlmann schon ziemlich lange. Ja, und irgendwann kam dann die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. Und nach ein paar schlaflosen Nächten habe ich dann zugestimmt. Sie sind in Güstrow und Rostock aufgewachsen, haben Betriebswirtschaft studiert, haben aber nach der Wende zunächst als freie Journalistin gearbeitet. Ja. Wie kam das, dieser Wechsel von den Zahlen weg hin zu den Worten? Ich habe an der Universität Rostock Seeverkehr und Hafenwirtschaft studiert. Dann kam die Wende und dann konnte ich das machen, was ich immer wollte. Ich wollte immer Journalist werden. Und habe mich dann sofort noch während des Studiums in die Presselandschaft gestürzt. Da mein Trabi aber mal kaputt gegangen ist, brauchte ich einen ordentlichen Job, wo ich mal festes Geld bekomme. Und dann habe ich mich halt beworben und bin im Finanzministerium gelandet, in der Presseabteilung. Und dann ein Jahr später bin ich ins Schloss gewechselt, hatte den schönsten Arbeitsplatz der Welt im Schweriner Schloss, bald Welterbe. Und da habe ich 10 Jahre gearbeitet. Und das hat sich dann einfach ganz schnell ergeben nach der Wende. Sie sagen es, ab 92 dann als Pressereferentin, zunächst eben im Finanzministerium, dann im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Was kann ich mir da unter diesen Aufgabenbereich vorstellen? Was macht man als Pressereferentin? Also im Finanzministerium haben wir vor allem die Haushaltszahlen verkauft. Ich bin aber ziemlich schnell in den Landtag gewechselt. Und da ging es natürlich darum, der Öffentlichkeit zu vermitteln, was die Politik macht. Also was steckt hinter den Gesetzen, was hat das für Auswirkungen für die Menschen? Das war eigentlich mein Hauptjob. Und nach 10 Jahren habe ich mir gesagt, das waren also wirklich sehr intensive Jahre, sehr gute Jahre. Aber da hat es dann ein bisschen gekribbelt, ich musste mal was Neues machen. Das ist, glaube ich, so eine Phase mit 10 Jahren, wo man sagt, jetzt ist Zeit für was Neues. Und da hatte ich eben das Angebot von einem Freund, dass wir uns selbstständig machen und auf eigene Verantwortung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anbieten. Das war 2003. Ja, und das hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Das heißt also, dieser Schritt 2003 hin in die Selbstständigkeit mit der Agentur Steinke und Hauptmann, glaube ich, war das, den haben Sie nicht bereut. Das heißt also, zurück nochmal in den Landtag oder so, das war nie ein Thema. Nein, das hätte ich eigentlich eher machen sollen. Da hat aber der Mut gefehlt. Ohne einen Geschäftspartner hätte ich das mir wohl auch nicht zugetraut. Und wer dann einmal seine Freiheit hat, obwohl ich wirklich einen sehr schönen Job hatte, wer dann seine Freiheit aber hat und selbstständig ist, ich glaube, der möchte auch nicht wieder zurück in ein festes Angestelltenverhältnis. Wir haben jetzt sehr vielfältige Kunden aus dem Bereich Wirtschaft, Verbände, Vereine und jeder ist anders und man kann unglaublich viel gestalten und entwickeln und das macht sehr viel Spaß und das ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Wenn man aber so 10 Jahre im Landtag ist, dann lernt man doch fürs Leben, sich dann auch in der freien Wirtschaft durchzusetzen, oder?
Ja, obwohl da gibt es kein Rezept. Nicht? Man macht sich selbstständig in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 2002, da ist ja diese Internetwelle, da ist ja alles zusammengebrochen. Und wir hatten eigentlich keinen Kunden. Und wir haben uns selbstständig gemacht, wir haben uns im Kaffee getroffen, weil wir kein Geld für Büros hatten. Und ja, und dann hat sich das alles entwickelt nach und nach. Ne? Und welche Kunden oder welche Art von Kunden vielmehr betreuen Sie jetzt eigentlich? Also wir haben sehr viele Kunden im Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch Verbände, Interessensverbände. Wir betreuen auch Einzelpersonen, alle, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen möchten und uns damit betrauen. Diese gesammelten Erfahrungen dieser ganzen Zeit, die werden Sie ja nur demnächst auch hier beim FC Hansa Rostock mit einbringen. Das Ganze ist ehrenamtlich, soweit hatte ich das gelesen. Da muss natürlich die Frage auch erlaubt sein, neben dieser Selbstständigkeit, wie viel Zeit bleibt denn dann noch für den FC Hansa Rostock? Das ist ja eine Frage der Organisation. Und da kann ich auch nur darauf verweisen, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich betätigen, gerade im Sport, die ganzen Trainer in der Jugendarbeit und Sie ja auch. Also Ehrenamt, das muss man halt in seinen Arbeitsalltag integrieren können. Ich habe auch schon andere Tätigkeiten, die ich noch ehrenamtlich mache und ich bin da zuversichtlich, aber ich muss auch wie bei der Selbstständigkeit damals, das auf mich zukommen lassen und dann schauen, wie man das organisieren kann. Mhm. Wo genau sehen Sie jetzt eigentlich Ihre Aufgaben beim FC Hansa Rostock? Was möchten Sie hier bewirken? Welche Themengebiete oder was möchten Sie hier vielleicht verstärken? Also das, was der Vorstand und der Aufsichtsrat jetzt so mit mir vorhaben, ist ja was Zusätzliches. Ich bin ja sozusagen für den Bereich Kundenbetreuung, Online-Medien, Fanartikel, all diese Vernetzung auch dieser Faktoren und wichtigen Bereiche. Da soll ich ja zusätzliche Akzente setzen, weil es gibt ja hier sehr viele Mitarbeiter, die auch eine hervorragende Arbeit machen. Und da geht es eigentlich darum, das zu verstärken und auch vielleicht die Anregung der Fans noch stärker mit aufzunehmen oder der Mitglieder. Ja, da muss man jetzt auch erstmal die Gespräche führen und gucken, was kann man umsetzen. Und Ideen hat man schon, aber da ist es jetzt noch ein bisschen früh. Mhm. Sie sagen gerade so auch die Mitglieder und die Fans. Und apropos Mitglieder, wir haben ja im letzten Jahr eine Mitgliederkampagne Du bist Hansa gestartet. Wie fanden Sie die und wird sowas unter Ihrer Regie noch verstärkt oder wird es auch zukünftig solche Aktionen geben? Also die Kampagne fand ich ganz toll und gerade diese Kampagnen sind ja auch das Salz in der Suppe. Ich erinnere auch an diese Kampagne, das ist ja wirklich Gänsehaut pur gewesen und in die ganze Welt getragen worden. Und man muss immer gucken, was liegt gerade an, was kann man für eine Kampagne machen. Das sollte auch Sinn und Verstand, also das sollte auch Sinn machen. Und auf jeden Fall gehört das so einem Club dazu, mit solche Kampagnen, in welcher Form auch sie immer in Zukunft stattfinden werden. Ich hoffe, solche nicht mehr, dass wir jetzt dann solide aufgestellt sind mit der Schuldenfreiheit. Aber dann können wir auch ganz neue und andere Sachen machen. Vielleicht könnte man, wenn man so ein Wir-Gefühl wie vom Jahr zum FCH, wenn man das über einen längeren Zeitraum transportiert hätte, das hätte mir auch das Herz aufgehen lassen. Aber dafür sind Sie ja dann da zukünftig mit da. Wir sprachen ja auch schon vorher auch vom Ehrenamt und ehrenamtlich engagiert man sich ja, wenn man von einem Projekt so richtig überzeugt ist und sich dem auch stark verbunden fühlt. Mhm. Was bedeutet für Sie die Kogge? Ja, also ich bin eigentlich irgendwie damit aufgewachsen, weil ich oder meine Familie hat im Hansaviertel gewohnt, also schon immer. Und vorne sind die Fans vorbeigezogen und hinten auf dem Balkon haben wir die Tore gehört. Also gehörte das zum Erwachsenwerden mit dazu. Später ist man dann selbst ins Stadion gegangen. Das schönste Spiel war eigentlich das letzte Oberligaspiel. Und auch dieses Gefühl, wenn die Fans vorbeigezogen sind, man wusste dann immer, haben wir gewonnen, haben wir verloren oder waren unentschieden. Das hat man also immer gespürt. Und die haben früher immer gesungen, so sinngemäß, Hansa ist der beste Verein, wir gehören in die Bundesliga rein oder so. Oder Hansa muss in die Bundesliga rein. Und das war aber zu DDR-Zeiten. Und da hat man mir gedacht, das geht ja gar nicht. Und das ist ja toll, dass sie das singen, aber das ist ja auch wirklich, da ist ja die Mauer vor.
Und das habe ich dann gelernt nach der Wende, als wir dann plötzlich in der Bundesliga waren. Also man darf ruhig träumen. Obwohl die das gesungen haben, wahrscheinlich da auch nicht so dran gedacht haben oder geglaubt haben. Also Visionen leben, also aufgewachsen bin ich mit dem Verein, gewachsen und der hat schon so viele große Sachen durch der Verein, das ist eigentlich ein Teil des Lebens. Was ich besonders bemerkenswert finde, Mitglied seit 1997, Mitgliedsnummer 1148, also eine sehr kleine Mitgliedsnummer. Also da merkt man das schon seit sehr langer Zeit, das Herz für den FC Hansa Rostock schlägt. Können Sie sich noch so dran erinnern, warum Sie 1997 Mitglied geworden sind? Ja, weil mein Chef damals Hansa-Präsident war. Und das war die Zeit, als das Stadion gebaut wurde und wo man dann natürlich hautnah miterlebt hat, was da für Gespräche geführt wurden, parteiübergreifend, um diese Vision lebendig werden zu lassen, ein neues Stadion. Das war ein ganz großer Traum. Und unser Chef hat dann damals gesagt, so, wenn ihr alle so dafür seid auch, dann bitte alle schön eintreten. So, und das haben wir dann auch gemacht, weil das ist einfach, man war zwar Hansa-Fan, aber Mitglied werden, das war damals noch nicht so präsent. Mhm. Und auch die ganzen neuen Medien waren noch nicht so präsent. Heute kann man die Mitglieder ja viel einfacher erreichen durch die neuen Medien. Ja, und da sind wir, glaube ich, damals gab es dann eine große Schweriner Welle. Ich habe ja damals in Schwerin gelebt. Und das habe ich auch nie bereut. 1997, da waren wir noch die Fahne hochhaltend, die Ostfahne in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga. Nun sind wir dritte Liga. Ihrer Meinung nach hat der FC Hansa Rostock, hat die Kogge noch diese Strahlkraft für die Region, für das Bundesland von damals? Ja, ich glaube, durch die Geschichte und die Tradition ist das ganz tief verwurzelt. Also das habe ich immer wieder in Gesprächen und das wird auch in die Welt hinausgetragen. Also es sind ja auch sehr viele abgewandert und ich weiß, mein Cousin war lange Jahre hier Ordner bei Hansa und das ist da ganz tief drin. Und die Tradition, die lebt. Aber ich denke, dass wir auch einiges machen müssen für die Zukunft und diesen Schwung oder diese Aufbruchstimmung, die jetzt gerade da ist, die müssen wir schon auch in die Zukunft tragen. Also man kann sich nicht nur auf die Tradition verlassen, man muss neue Sachen machen. Nicht alles neu auf den Kopf stellen, aber man muss auch den Verein weiterentwickeln. Nun geht es ja mit Peter Vollmann am Ruder in die neue Spielzeit. Was wünschen Sie sich von unserer Mannschaft und was glauben Sie, was können wir gemeinsam sportlich erreichen? Also diese Aufbruchstimmung, die ich eben schon erwähnt habe, ich hoffe, dass die in die Saison getragen wird. Wir haben sehr schwere und harte Jahre jetzt hinter uns, denke ich. Und wir haben ja alle mitgelitten und wir sind es gewohnt, dass wir mit dem Hansa immer mitleiden und uns mitfreuen. Aber ich glaube, wir lechzen jetzt alle nach einer Aufbruchssaison, die auch nicht nur so ein Strohfeuer ist, sondern ein bisschen stabiler und länger. Weil ich glaube, das haben alle verdient, die an diesem Club hängen. Und ja, also mittelfristig, ich bin kein Sportvorstand, ich bin jetzt eher für andere Bereiche, aber mittelfristig wünsche ich mir natürlich schon, dass das Hansa stabil in der zweiten Liga ankommt. Ja, und dann ist alles möglich. Top. Das sind doch schöne Abschlussworte. Frau Steinke, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Saison 2014, 2015 erleben werden. Vielen Dank. Danke.